Länderspiel Deutschland gegen Israel am Samstagabend zur besten Sendezeit. Und dazu kommen unsere Tipps und unsere Meinung. Viel Spaß! Deutschland ist wenig überraschend Favorit. Wir sehen es an den Quoten. 1,13. Das ist aufgrund der letzten Spiele auch wirklich nicht so verwunderlich, denn seit der Europameisterschaft, die ja nicht so glorreich verlaufen ist, damals noch unter diesem Joachim Löw, gibt es unter dem neuen Trainer Hansi Flick einen Sieg nach den anderen. Zur vollen Wahrheit gehört aber, da waren keine richtigen Gegner dabei. Ist Israel ein richtiger Gegner? Ist die Frage, ob egal welches Land gegen welches Land Deutschland spielt, glaube ich, werden wir kein gutes Spiel sehen. Meine persönliche Meinung aber zu dieser Länderspielpause, die möchte ich auch kundtun, und zwar finde ich die gut. Ich denke, gerade im Abstiegskampf und im Kampf um die internationalen Plätze in der Bundesliga, da könnte jetzt mal so 1,5 Wochen Luft gut tun. Natürlich gibt es viele Spieler, die dann auf die Länderspiele gehen, aber wir haben ja jetzt ein paar Spiele wieder gesehen, die wegen Corona verschoben worden sind. Und ich hoffe, dass diese Pause dazu taugt, dass der Abstiegskampf und generell der Kampf um die Plätze einfach fairer werden. Und jetzt hast du gesagt, du erwartest kein gutes Spiel. Bei den Quoten erwarten wir eben einen klaren Deutschland-Sieg, wenn du kein gutes Spiel erwartest. Siehst du Value bei Israel? Oh, dazu müsste man jetzt echt wissen, wie der Hansi Flick es schafft, bei diesem wirklich unwichtigen Spiel die Leute zu motivieren. Es gibt ja wirklich den ein oder anderen Star, der dabei ist und nicht so glücklich ist bezüglich seiner Vertragssituation. Manuel Neuer. Auf der anderen Seite haben wir dann tatsächlich Debutanten aus Mainz dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass wir einfach ein recht lahmes Spiel sehen. Value of Israel, die haben die Özis vor kurzem doch erst geärgert, aber dann im Rückspiel auf den Sack bekommen. Sehe ich jetzt nicht so viel. Ja. Kannst du auch nicht machen. Da sage ich immer, wenn eigentlich der Favorit klar ist, sollte man auf keinen Fall auf den Außenseiter setzen, auch wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht ein knappes Spiel werden könnte. Aber wenn es das nicht wird, hast du halt unnötig Geld verloren, indem du gedacht hast, der Außenseiter ist stärker, als man denkt. Über Untertore vielleicht mehr als 3,25 Tore, das wäre doch eine Option. Vor allem mit der Quote von 2,0 könnte ein 3-1 oder ein 4-0 zum Sieg führen oder vielleicht auch ein 2-2, wer weiß das schon. Ja, du sagst es, die Quote spricht dafür, dass man es machen sollte. Auch wenn ich jetzt persönlich von einem ruhigen Spiel ausgehe, mit einem 2-0 oder was auch immer, die Wahrscheinlichkeit, dass da viel fällt, ist schon nicht gering, trotz meiner persönlichen Meinung. Fällt mir. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Ergebnistipps. Wenn du ein guter Ergebnistipper bist, dann bist du hier genau richtig. Also, Chris hat gesagt 2-0. Das gäbe eine Quote von 5,75. Ich sage 3-1 und es gibt eine Quote von 13. Was sagst du? Schreib deinen Tipp gerne in die Kommentare. Bleibst du bei deiner Wette? Ja, und dazu würde mich interessieren, beide Treffen, was es bringt, weil du hast gesehen, dass 3-0 ist die gleiche Quote wie meins, also wie mein Tipp, nicht wie das meins. Und deshalb beide Treffen finde ich bei unseren eigentlich löchrigen Abwehr und dafür, dass es um nichts geht, äußerst geil. Sehr, sehr guter Punkt. Besser als diese Überwette auf jeden Fall und auch besser als eine Ergebniswette, auch wenn du erst das 2-0 gemeint hast. Aber das ist natürlich ein Punkt. Bei dieser 3,15-Quote, da sind wir doch alle mal Israel-Fans und drücken ihnen die Daumen, dass sie hier ein Tor schießen gegen Deutschland. Dann schauen wir noch, was sonst noch für Spiele sind. Die Länderspiele gehen ja am 23., also Mittwoch, los. Wir haben jetzt hier aus diesen ganzen Spielen, die jetzt in den nächsten Tagen sind, die besten rausgepickt und geben kurz unsere Tipps dazu ab. Angefangen mit Ungarn gegen Serbien, da sind die Ungarn Außenseiter, obwohl sie zu Hause sind und wir kennen sie ja von der Europameisterschaft noch als sehr gefährliche Mannschaft. Von daher gehe ich hier eigentlich von Value bei den Ungarn aus. Der Sieg der Ungarn ist mir aber zu gefährlich. Asian Handicap 0 auf Ungarn oder ein Unentschieden wäre hier mein Tipp. Unentschieden sagst du, bei Schottland-Polen gehe ich von dem gleichen aus. Die Schotten mit 5 Siegen in Folge, Polen aber auch ganz gut in Form. Ist Außenseiter, trotz dem Heimspiel Schottland bedeutet für mich, ich sehe hier ein 1-1 und dementsprechend ein X. Tja, und das trotz Lewandowski. Bei Rumänien, Griechenland, was soll man da sagen? Auch die Buchmacher sehen hier ein Unentschieden. Das nächste X, ich wittere hier eine Systemwette. Das stimmt und es gibt ja auch eigentlich keine kleinen Nationen mehr, Radek, aber wir haben gerade auch so schöne Spiele wie Liechtenstein, Kap Verde gesehen, da kannst du eigentlich auch pauschal ein X machen und dann haben wir dieses Themenwette schon zusammen. Ja, aber als nächstes Norwegen, Slowakei, was sagst du da? Naja,
Schwierig. Norwegen, gute Quote, sollte das eigentlich daheim gewinnen. Frankreich gegen die Elfenbeinküste, klar, Frankreich hoher Favorit mit 1,38 und die Elfenbeinküste ist ja auch nicht mehr das, was sie mal mit Didier Drogba noch waren. Deswegen sollten die Franzosen das schon schaukeln. Aber Achtung darauf setzen würde ich nicht. Die Franzosen sind auch dafür bekannt, dass sie gerade solche unwichtigen Spiele extrem unernst nehmen. England gegen Schweiz, das sind die Engländer natürlich klarer Favorit. Auf der anderen Seite sage ich jetzt einfach mal, Schweiz hat dem amtierenden Europameister ein 1:1 abgetrotzt. Das Gleiche sollten sie doch dann auch gegen den Vize-Europameister schaffen. Ich sage jetzt hier einfach mal ein X aus Value-Sicht. Sehr nice und mutig, auch ein weiteres X. Hier bei Spanien, Albanien glauben, glaube ich, nur die kühnsten Albanien-Fans an etwas anderes als einen Heimsieg der Spanier. Ich bin sowas nicht, deswegen würde ich nicht drauf setzen, weil die Quote zu niedrig ist, aber hey, die Spanier werden das schon schaukeln. Und dann kommen wir noch zu unserem nächsten Gegner im Freundschaftsspiel, nämlich die Holländer oder Niederländer. Die haben es mit den Dänen daheim zu tun. Ich erwarte hier wirklich viele Tore. Ja, vielleicht so ein 3-2, 3-1, irgend sowas. Wird aber Holland gewinnen, damit sie dann gegen Deutschland im nächsten Spiel wieder verlieren können. Ja, du hast schon zwei Sachen gesagt. Du erwartest viele Tore. Dann haben wir hier eine sehr gute Over 2,25er Quote, 1,84. Besser als jetzt auf einen Sieger zu tippen, weil ja auch die Dänen nicht zu unterschätzen sind. Und Holland ist der nächste Gegner der Deutschen. Am nächsten Dienstag, glaube ich. Schreibt auf jeden Fall eure besten Wetten in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns da wieder. Bis dann, schönes Wochenende.